Schon der Titel will provozieren. Die Toten kommen, so heißt eine Kunstaktion in Berlin. Die Aktivisten vom Zentrum für politische Schönheit, so heißen die wirklich, beerdigen seit Tagen die angeblichen Überreste von Flüchtlingen, die auf dem Weg nach Europa starben. Aus Protest gegen eine europäische Asylpolitik, die ihnen zu rigide ist. Macht Deutschland genug für Flüchtlinge? Diese Frage steht im Raum. Und das am heutigen Weltflüchtlingstag. Die Künstler sind da nicht die einzigen, die Fragen aufwerfen, wie Jonas Gerdes und Björn Heckmann zeigen. Totengeläut für 23.000 ertrunkene Flüchtlinge. So wie hier am Kölner Dom erinnern am Abend die Glocken von 231 Kirchen an all die Frauen, Männer und Kinder, die seit dem Jahr 2000 auf dem Weg nach Europa ums Leben gekommen sind. Wir wollen zugleich mit dem Läuten der Glocken anmahnen, eine gerechtere, solidarische europäische Flüchtlingspolitik. Es muss ein Ende haben, dass in Europa Menschen ertrinken, weil sie in Freiheit leben wollen. Am Nachmittag hatten Aktivisten in Berlin mit einer noch dramatischeren Aktion auf das Flüchtlingselend aufmerksam gemacht. Mit der Beerdigung eines Mannes aus Syrien, der auf einem Flüchtlingsboot im Mittelmeer gestorben ist. Denn er ist ein Symbol für Tausende, die auf diese Art und Weise verstorben sind. Bei der Flucht, die wollten Leben suchen, aber sie haben den Tod gefunden. Eine umstrittene Aktion, eine bewusste Gratwanderung zwischen symbolischer Schockpolitik und makabrem Tabubruch. Die Veranstalter nennen sich Zentrum für politische Schönheit. Sie finanzieren sich aus Spendengeldern. Ihre Gesichtsbemalung soll zeigen, dass sie keine Angst haben, sich die Finger schmutzig zu machen. Ein Erklärungsversuch. Wir können die Toten, das sind die Toten Europas, die sterben direkt an den Folgen deutscher Politik. Wir können diese Toten nicht länger ausblenden. Wir werden nicht akzeptieren, dass sie länger von der deutschen Politik ausgeblendet werden. Es geht um die Frage, wie Europa mit der Vielzahl der Flüchtlingsboote umgeht, ob die Bundesregierung Länder wie Griechenland und Italien mit dem Ansturm allein lässt und zu wenig tut, um Flüchtlinge zu retten. Um diese Diskussion anzustoßen, haben Unbekannte nun auch in anderen Städten symbolische Gräber errichtet. So wie in Bensberg bei Köln. Hier beginnt am Samstag das Stadtfest. Doch die Veranstalter haben das Grab nicht entfernt, sondern vorsichtig verlegt in ein Schaufenster. Das Kreuz, die ganz frischen Blumen, der kleine aufgeschüttete Hügel. Also im ersten Moment hätte man einschweigen können. Es war wirklich sehr ergreifend. Ich finde gut, dass das Schicksal der Flüchtlinge erinnert wird. Das sollte uns eigentlich viel stärker berühren. Man kann auch mal darauf aufmerksam machen, ja, aber ob das mit so einer Aktion sein muss? Einfache Antworten gibt es nicht. Nicht hier und schon gar nicht bei der Grundsatzdiskussion über Europas Flüchtlingspolitik. Die bewegt sich mehr denn je zwischen den beiden Extremen, offener Grenzen und der totalen Abschottung. Ungarn zum Beispiel will an der Grenze zu Serbien einen 4 Meter hohen Zaun gegen Flüchtlinge errichten. Die Vorbereitungen dazu sind in vollem Gange.